heute habe ich mal was Schönes ausgesucht. Gegend passt, das Wetter passt, es war ein ganz bisschen zu warm. Aber mal gucken. Ich gucke gerade wegen Parkgebühren. Die erste bis vierte Stunde 1,50 und ab der fünften Stunde 7 Euro, aber ich denke mal, das passt. Dafür ist eine herrliche Aussicht. Ich bin hinten Raden und zwar will ich hier zu den Eisenbahnwelten. Ich habe es bloß im Internet mal gesehen und dachte, fährst mal her. Das Wetter ist perfekt. Und die Aussicht natürlich affengeil. Na, werde ich mal runtergehen hier. Mir das mal unten mal angucken, wenn ich Zeit habe. Aber gucken wir mal. Ist ja herrlich hier. Meine Kamera war auch wieder irgendwie falsch eingestellt. Aber da habe ich Ihnen gestern Holger noch was zeigen wollen. Und habe das wieder auf manuell gestellt. Und das war irgendwie zu hell. Ich dachte, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Aber passt ja alles. So würde ich sagen, ziehe ich mal los. Schönen guten Tag. Hallo. Einmal hätte ich gern. Ein Erwachsener. Genau. Ich bin 8. 9 Euro. Entschuldigung. Das ist echt schöne Gegend hier. Das Wetter ist halt auch perfekt. Ist ja schön hier. Ich muss dann aber bloß meine Brille aufsetzen. Durch die Sonne sehe ich bloß über die Hälfte. Und das Portemonnaie muss ich erstmal einpacken. Und dann geht's weiter. Ja, irgendwie ist halt wieder so ein komischer Tag. Ich gucke gerade durch meine Kamera und da sehe ich gerade so einen kleinen Krabbelkäfer drin rumspringen. Ich weiß nicht, wo der ist. Das muss ich dann zu Hause mal gucken. Ich denke mal bei der Optik irgendwo. Oder ist damals, oder wo ich letztens gewesen bin beim Traktortreffen, irgendwie in das Linsensystem mit reingekommen. Die muss ich irgendwie raussaugen heute mal. Muss ich gucken, ob ich es rauskriege, das Ding. Aber auf den Fotos, glaube ich, ist es nicht zu sehen. Also muss es bei dem Linsensystem irgendwo reingekommen sein. Aber das sehe ich dann zu Hause. Mal alles auseinandernehmen, sauber machen. Immer was anderes. Aber was soll's. Schön ruhig bleiben. Und dann kriegen wir das schon hin. Aber es nervt eben so eine Sache. Weil immer was anderes ist. Letztens war das, jetzt war das. Und der blöde Krabbelkäfer, so ein ganz kleines Vieh ist das, der nervt immer. Wenn man hier durchguckt, sieht man den vor der Linse rumkrabbeln. Das ist warm. Ja. Ist schon komisch, einmal regt man sich auf, wenn es zu kalt ist. Und heute haben wir jetzt im Moment im Auto waren es 30 Grad. Aber es passt. Haut schon hin.
War schön gemacht. Vor allen Dingen geile Aussicht hier. Passt alles. Und dann ist in der Nähe, das ist ungefähr ja, so 30 Minuten weg, auch nochmal so eine Eisenbahnausstellung, so ein Park, so ein kleiner. Wollte ich eigentlich da auch noch hinfahren, aber mal sehen, ob ich das alles schaffe. Im Moment muss ich mich ja mit dem blöden Käfer in der Kamera rumärgern. Ich hoffe bloß, dass da auf den Bildern nicht zu sehen ist. Das wäre scheiße.
Das ist Signal hier unten. Ein bisschen weiter zum Bund, jetzt geht's wieder auf Stopp. Was ist denn wieder zwei Ziegen umeinander? Richtig schön gemacht hier. Gefällt mir. Diese kleine Fliege oder was das ist im Objektiv oder wo das steckt, das Ding, das nervt mich irgendwie. Ja, also ist das nun mal. Normaler müsste das Vieh eigentlich bei den Temperaturen einen Hitzeschlag kriegen und tot umfallen. Aber es krabbelt immer noch in den Linsen drin herum. Boah, ist das warm. Ich bin am Überlegen, ob ich die große Kamera auspacke. Oder nur mit der kleinen filme. Dann habe ich ja den Fotoapparat auch noch. Es wird wieder alles zu viel. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so groß ist hier. Also hat sich gelohnt, hierher zu fahren. Die Straßen waren zwar manchmal ein bisschen eng und manchmal bloß 30, aber ich habe es gefunden. Ja, das ist schon komisch. Auf der einen Seite sieht man eine Lok, wenn wir fotografieren. Und dann auf der anderen Seite fährt auch eine. Dann kann man sich wieder nicht teilen, wie immer. Das ist ja schön. Das ist der Felsenbiene in Raden, das ist gut. Felsenbiene Raden, guck mal hier. Ja. Krass! Wie gesagt, da musst du dann den grünen Rüber mit der Fähre. Mit der Fähre. Ja. Hast ja gelesen, Karin. Ja. Ach, hier kommt sie.
Ja, da kommt was. Bei den Loks, da klingt das noch richtig schön, der Sound. Diese anderen Modelleisenbahn, was man so sieht, das klingt alles so nach Plastik. Mag ich überhaupt nicht. Aber hier ist gut. Passt. Und heute brauche ich wieder drei Hände, weil man wieder nicht alles mit einmal packt. Tuff. So, ich glaube, ich werde mal mit der großen Kamera weiter filmen. Weil hier fahren so viele Loks rum, so viel Zeug zum Filmen. Da kann ich gar nicht alles draufkriegen auf die kleine Kamera. Ich habe ein bisschen Zeit heute. Aber der Käfer stört mich immer noch. Es nervt. Bin schon richtig nervös wieder.
So, jetzt habe ich mal die Sony rausgepackt. Die große Kamera macht sich besser. Muss ein bisschen ruhig bleiben, nicht so wackeln, aber da kann ich wenigstens ein bisschen ranzoomen. Und den kleinen Krabbelkäfer habe ich jetzt auch gefunden. Der war inne, bevor man den Spiegel hochklappt, drin, wo das Linsensystem ist, wo man durchguckt, von inne, da hat sich das Ding irgendwie rumgetrieben. Wie der da reingekommen ist, keine Ahnung. Denn mit der großen Kamera macht sich besser, kann man schön ranzoomen. Aber eben, man darf nicht so wackeln, dann geht das schon. Aber den Rest sehe ich ja dann wieder zu Hause, wie es aussieht. Hier kommt auch noch einer. Man hört jetzt überall Züge. Für sowas bräuchte man noch ein kleines Stativ, nicht allzu schwer, einen guten Kopf oben dran zum Schwenken, dann könnte man schöne Aufnahmen machen. Überall Züge.
Es fährt wieder alles mit einmal. Jetzt bräuchte ich wieder drei Arme. Aber ich schwenk mal hier rum. Ich glaube, das sieht schöner aus, ja. Ja, die kleine Kamera, da muss ich auch aufpassen, die kocht mittlerweile so weg bei den Temperaturen, verträgt sie nicht. Da kann ich bloß ab und zu mal filmen, ab in die Tasche. Ui. Jetzt habe ich mich gerade gewundert, irgendwas pinkelt mir ans Bein. Aber da ist so ein kleiner Springbrunnen wahrscheinlich hinter mir, muss ich gleich mal gucken. Aber auch Frucht. So, jetzt habe ich mal die Kleine wieder ausgepackt. Ja, das ist ein Hin und Her. Zwei Arme, zwei Hände. Und zu viel Kameras. Aber ich muss jetzt weitergehen. Sonst komme ich ja gar nicht mehr weg. So schön wie es ist. Hier könnte man stundenlang sitzen, hier ist so ein Sonnenschirm noch. Hier. Na, wo ist er denn? Hier ist er. Der Sonnenschirm. Hier haben wir eine Bank noch. Hier ist eine Bank. Und da kann man sich eigentlich den ganzen Tag hier hinsetzen und Züge filmen. Aber ich will ja noch andere Sachen gucken. Und da kann ich mich nicht so lange hier aufhalten. Ich habe mich immer gewundert, wo die Geräusche herkommen. Aber hier ist so eine Art Bauernhof. Und da bellen die Kühe, wollte ich schon sagen, die Hunde rum. Die Schafe. Mäh. Und so weiter, was so an Tieren hier rumsteht. Ja, ich habe schon überlegt, hast du jetzt schon wieder Halluzinationen, weil du zu lange in der Sonne stehst? Oder wo kommt das her? Gefällt mir. Also hier sollte man wirklich mal hergehen mit den Kindern. Mäh macht's auch. Das ist echt schön. Aber jetzt, wo ich weg bin, fängt's alles an rumzubrüllen. Ich wollte schon sagen, kommst du hin, ist Ruhe, gehst du weg, geht's wieder los. So, machen wir weiter. Könnte man jetzt ins Wasser springen hier, sich ein bisschen abkühlen. Aber richtig schön gemacht. Ja, hier sehe ich gerade was. Deutschlands Baustellen, die nie fertig werden. Wo ich nämlich letztens noch zu der Brücke fahren wollte, habe ich ja, glaube ich, in dem anderen Video schon erzählt.
da war natürlich Vollsperrung und ich bin dann nur im Kreis gefahren und irgendwann hat es mir gereicht, bin ich wieder nach Hause. Aber ich fahre irgendwann mal hin. Das klappt schon mal.